Die deutschsprachige Studienrichtung der Babesh-Bolyai-Universität feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Dazu gratuliere ich von Herzen. Die BBU ist eine einzigartige wissenschaftliche Einrichtung, die in drei Sprachen ausbildet. Diese Vielfalt ist ja mit dem rumänischen Mediziner Viktor Babesh und dem ungarischen Mathematiker Janosch Bolyai im Namen der Universität verankert. Als Deutscher freue ich mich natürlich insbesondere über die deutschsprachige Ausrichtung. Mein Name ist Thomas Horsch. Ich bin Leiter des Robotiklabors im Fachbereich Informatik der Hochschule Darmstadt und nehme dieses Jubiläum gerne zum Anlass, über meine Forschungsaktivitäten im Bereich Robotik zu berichten. Ich stelle Ihnen hier einen sogenannten kollaborativen Roboter vor. Sein Name ist Panda. Er wird von der Firma Franka Emica aus München entwickelt. Er verfügt über 7 Drehachsen und kann wahrnehmen, wenn man ihn berührt. Das mit den 7 Drehachsen ist ungewöhnlich. Normalerweise stattet man Roboter mit 6 Drehachsen aus. Das liegt daran, dass man Objekte manipulieren will im dreidimensionalen Raum, die insgesamt 6 Freiheitsgrade haben, nämlich 3 translatorische und 3 rotatorische. Der 7. zusätzliche Freiheitsgrad, der hier eingebaut wurde, liegt vermutlich daran, dass man hier eine größere Flexibilität im Arbeitsraum erreichen will. Der englische Begriff dazu ist Dexterity. Man braucht bei solchen kollaborativen Systemen keine besonderen Sicherheitseinrichtungen. Er ist also in der Lage, mit Menschen zu kooperieren. Das unterscheidet ihn von klassischen Industrierobotern, die man in Sicherheitsvorrichtungen einhausen muss. Sie kennen das vielleicht von Produktionsanlagen im Automobilbereich. Ich demonstriere Ihnen jetzt hier eine Möglichkeit, wie dieser Roboter programmiert werden kann. Dazu führe ich ihn an der Hand. Und hier sehen Sie schon mal so ein bisschen die Sensitivität, die ist enorm bei diesem System. Und jetzt kann ich hier im Prinzip Objekte greifen, aufnehmen. Naja, der Greifer greift jetzt nicht. Und an einer anderen Stelle wieder ablegen. Eine weitere Möglichkeit ist die Programmierung über Bibliotheken, die der Hersteller mitliefert. Und eine dritte Möglichkeit ist die Programmierung über ROS. ROS steht für Robot Operating System und ist ein Open Source Framework für Roboter. Es stellt Bibliotheken und Werkzeuge zur Verfügung, welche Softwareentwicklern helfen, Roboteranwendungen zu erstellen. Hardwareabstraktion, Gerätetreiber, Bibliotheken, Visualisierungen, Nachrichtenvermittlung, Paketverwaltung und viele andere Komponenten gehören dazu. Nach dieser kurzen Vorstellung und Einführung beginne ich nun meinen eigentlichen wissenschaftlichen Beitrag zum Jubiläum. Der Titel lautet Simulation von kollaborativen Roboteranwendungen mit Machine Learning. Ich beginne mit einer kurzen Übersicht. Ich starte mit der Ausgangsstellung, der Motivation und Leitfrage, stelle Softwarewerkzeuge vor, die ich im Rahmen dieser Arbeit benutze, skizziere die Implementierung und am Ende präsentiere ich die Ergebnisse und gebe einen kurzen Ausblick. Nun zur Ausgangsstellung. Kollaborative Robotersysteme stehen klassischen Robotersystemen gegenüber. Mit ihnen kann man zusammen als Mensch kooperieren. Das geht mit klassischen Robotersystemen nicht, weil diese nicht in der Lage sind, ihre Umgebung wahrzunehmen. Das heißt, benutzt man klassische Robotersysteme, sehen Sie das oft so, dass diese in industriellen Umgebungen eingehaust sind, sodass ein gewisser Schutz da ist, um das Eindringen von Menschen in den Arbeitsraum solche Robotersysteme zu verhindern, damit diese nicht verletzt werden. Bei der Kollaboration ist es durchaus möglich, dass es Berührungen zwischen Mensch und Maschine gibt.
Daher sind solche Systeme eben entsprechend nachgiebig. Sie haben ausreichende Sicherheitsfunktionen integriert und damit ist es nicht möglich, dass sich Menschen durch Kollisionen stark verletzen können. Und die Motivation für solche Systeme, die es jetzt seit circa 10 Jahren auf dem Markt gibt, ist, dass man hier Anwendungen realisieren möchte, die die Stärken von Roboter auf der einen Seite und Mensch in der Kollaboration kombinieren. Der Mensch ist in der Lage, komplexe Entscheidungen zu treffen, zu improvisieren, sich auf neue Situationen anzupassen, komplexe Bewegungen durchzuführen. Auf der anderen Seite kann der Roboter sich sehr schnell bewegen, hohe Kräfte ausüben, ist überaus widerstandsfähig und entsprechend genau. Das heißt, er ist in der Lage, wiederholt in der Lage, gleichbleibende Qualität zu liefern. Sie sehen auf diesem Bild eine Übersicht von existierenden Systemen auf dem Markt. Diese Übersicht ist nicht vollständig. Sie zeigt hier auf der linken Seite zum Beispiel drei Vertreter von kollaborativen Robotern der Firma Universal Robots. Hier oben den KUKA LBR IVA. LBR steht für Leichtbauroboter. IVA Intelligent Industrial Working Assistant. Und hier rechts das Robotersystem, mit dem ich jetzt weiterarbeiten möchte. Den Roboter, den ich vorhin vorgestellt habe, von der Firma Franka Emika. Nun, was ist die Forschungslücke bei solchen Systemen? Klassische Robotersysteme werden über sogenannte Offline-Programmiersysteme programmiert. Das sind sehr teure Softwarewerkzeuge, mit denen man eine Aufgabe löst und die dann auf einer bestimmten Robotersteuerung ausgerollt wird. Für kollaborative Robotersysteme gibt es derzeit keine solchen Programmiersysteme. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann man existierende Frameworks nutzen, um ein solches Programmiersystem zumindest prototypisch zu bauen? Dazu muss man ein Simulationssystem zur Verfügung haben, was in der Lage ist, kraftschlüssige Bewegungen gut zu simulieren. Und das Programmieren an sich soll dann über Methoden aus dem Bereich Machine Learning erfolgen. Und zwar hier das sogenannte Deep Reinforced Learning. Zu Beginn starte ich mit einem kleinen Applikationsbeispiel. Der Roboter hält in seinem Greifer eine Stecknuss und diese Stecknuss soll auf einen Schraubkopf gesetzt werden. Und zwar in der richtigen Position. Dazu bewegt sich der Roboter mit der Stecknuss auf den Schraubkopf zu. Der Roboter ist in der Lage, seine Kräfte und Momente zu messen, die auf ihn einwirken und dann die Bewegung zu stoppen, wenn es entsprechend zu diesem Kontakt kommt. Das mag jetzt nicht die richtige Position sein, die Stecknuss auf den Schraubkopf zu setzen. Daher ist jetzt noch eine Drehbefähigung erforderlich, die die Stelle sucht, an der die Stecknuss abgesetzt werden kann. Das erfolgt durch Ich habe doch mit eine der 60-Grad-Drehung, dann wieder zurück bis zu der Stelle, wo das erfolgen kann. Und wie funktioniert das? Das sieht man jetzt im nächsten Video. Sie sehen praktisch die gleiche Applikation aus einer anderen Perspektive. Das Bild ist jetzt hier ein bisschen kleiner, weil wir hier im Prinzip unten die Grafiken haben über den Kraftverlauf, über die Zeit, drei Kräfte, die einwirken. Roboter und die drei Momente. Wir schauen uns hier die obere Grafik an mit den Kräften und zwar dort speziell die gelbe Linie, das ist die Z-Kraft. Und jetzt kommt die Annäherungsbewegung, das wird jetzt hier nochmal im Ausschnitt vergrößert. Roboter bewegt sich auf den Schraubkopf zu, tritt jetzt hier genau in den Kontakt, das heißt, die Kraft wird vom Betrag sehr groß und sucht jetzt die Stelle, die er jetzt gefunden hat, wenn der Betrag dieser Kraft wieder klein wird und er das Objekt entsprechend fügen kann. Letztes Videobeispiel, gleiche Applikation in der Simulation. Sie sehen also jetzt hier oben rechts das Ganze simuliert mit einem
Simulationssystem oder mit dem Simulationssystem Coppelia Sim, das ich Ihnen gleich nochmal vorstellen möchte. Hier also jetzt der Vorgang des Greifens der Stecknuss und auch hier sehen wir jetzt die Kräfte. Wir können also jetzt auch die Kräfte und Momente modellieren, die auf das System einwirken. Der Roboter macht gerade die Crossbewegung zum Schraubkopf hin. Jetzt kommt die Absenkbewegung. Wir beobachten auch hier jetzt nur mal die gelbe Linie. Die war relativ zügig. Jetzt kommt die ganz langsame Absenkbewegung und an einer Stelle, macht die Kraft wieder einen Sprung. Und an der Stelle, wo dann gefügt werden kann, was jetzt erfolgt, macht die Kraft auch wieder einen entsprechenden Sprung. Also auch wenn der Kraftverlauf jetzt nicht identisch gleich aussieht, ist man in der Lage, Charakteristiken aus diesen Kraftverläufen durchaus zu simulieren. Nun, zur Problemlösung. Für kollaborative Robotersysteme ist die Frage der Aufgabenprogrammierung noch ungelöst. Man benötigt hier die Simulation von Sensorik, insbesondere Kraft- und Momentensensorik. Und die Grundidee des Verfahrens besteht darin, Methoden des Machine Learning, hier im Speziellen des Reinforced Learning, zu benutzen, um die Aufgabe zu lösen. Das macht Sinn, das in der Simulation zu tun, denn bei einem solchen Trainingsvorgang führt man in der Regel viele tausend Trainingszyklen durch. Würde man das mit einem realen System machen, würde das die Mechanik extrem stark beanspruchen. Deswegen verlagert man eine solche Ausführung gerne in die Simulation. Und hier gebe ich Ihnen einen Überblick über die Softwarewerkzeuge. Im Wesentlichen ist das auf Simulationsseite das System Coppelia Sim. Das ist ein Simulationswerkzeug von der Firma Coppelia Robotics aus der Schweiz. Und für das maschinelle Lernen benutze ich die Open Source Programmbibliothek PyTorch auf Basis der Programmiersprachen Python. Und nun brauche ich noch eine Verbindung zwischen diesen beiden, also quasi den Clue-Code. Und das stellt PyRAP dar, ist eine Entwicklung am Imperial College, ist also ein Toolkit for Robot Learning Research, built on top of Coppelia Sim. Das System Coppelia Sim verfügt über zahlreiche Plugins für zusätzliche Komponenten, unterstützt diverse Physics Engines und ich stelle Ihnen das mal anhand einer Beispielzelle vor. Und zwar ist das hier eine Aufgabe, in der ein Roboter Kugeln, die sich hier in diesem Becher befinden, greift mit seiner Drei-Finger-Hand, diese Kugeln in einen anderen Becher legt. Der zweite Roboter kommt und greift diesen zweiten Becher und legt die Kugeln zurück in den ersten Becher. Ist jetzt mehr ein akademisches Beispiel, aber soll Ihnen so ein bisschen die Fähigkeit zeigen, was man mit diesem Simulationssystem bewerkstelligen kann. Ich stoppe jetzt mal die Simulation. Ja, dahinter verbirgt sich natürlich eine entsprechende Szenehierarchie, die sehr komplex ist. Wir haben hier zwei Roboter, die sind hier quasi zusammengefaltet. Und wenn man den auffaltet, sieht man, wie komplex letztlich schon allein dieser eine Roboter modelliert ist. Ja, das geht bis hier ganz unten hin, ohne jetzt näher in die Details hier auf diese Details einzugehen. Gut, um dieses System nun anzusteuern, benutze ich PyRAP, also Python Software. Und das zeige ich Ihnen mal an einem einfachen Beispiel. In diesem einfachen Beispiel geht es darum, einfach nur einen Greifer zu schließen. Man benutzt hier die Methode Actuate, auf eine bestimmte Position zu fahren mit den Greiferbacken und das mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Um das zu simulieren, benutzt man jetzt diesen Clue-Code. Man kann jetzt hier die Szene starten.
Also die blau markierten Programmzeilen sind jetzt quasi dieser Q-Code. Man startet die Simulation und führt hier einen Simulationsschritt, zum Beispiel hier innerhalb dieser Schleife durch. Implementiert wurden zwei Applikationen. Einmal das Fügen eines Bolzens in eine Bohrung. Das stellt ein zweidimensionales Problem dar, also in der Ebene. Und das Stecken eines Steckers in eine Steckdose. Da kommt ein Rotationsfreiheitsgrad dazu, sodass es sich hier um ein dreidimensionales Problem handelt. Und ich habe das hier mal entkoppelt, das Beispiel mit dem Fügen des Bolzens. Ich starte hier mal die Simulation und man ist jetzt also in der Lage, diese Kräfte zu messen, die im Moment auf das System einwirken. Man sieht hier unten gelb die Kontaktpunkte, die modelliert sind und es wirkt derzeit eine Kraft in Z-Richtung, weil natürlich dieser Bolzen auf diesem Quader steht. Und Ziel ist es jetzt im Rahmen des Reinforced Learnings, eine sogenannte Reward-Funktion zu modellieren, die beschreibt, wann eine Aufgabe erfolgreich erledigt ist. Das wird dann der Fall sein, wenn der Bolzen hier über dieser Bohrung liegt und diese Kräfte relativ klein werden, insbesondere die Kraft in Z-Richtung. Also, ich benutze hier das Reinforced Learning als eine der drei großen Lernverfahren neben dem Supervised Learning und dem Unsupervised Learning. Das Reinforced Learning, im Deutschen vielleicht bestärkendes Lernen, kann man ganz gut an diesem Schaubild grundlegend erklären. Man hat also einen Agenten, das ist in unserem Fall der Roboter, der führt eine Aktion aus. Diese Aktion wirkt auf die Umgebung. Das ist die Umgebung jetzt in dem Beispiel, das Sie eben gesehen haben. Und es führt zu einem Folgezustand des Agenten oder des, in unserem Fall des Roboters. Gleichzeitig misst man nun die Auswirkung dieser Aktion auf die Umgebung mit Hilfe einer sogenannten Reward-Funktion, also einer Belohnungsfunktion. Und Ziel des Trainingsvorgangs ist es jetzt, zum einen eine Belohnungsfunktion so zu modellieren, dass sie beschreibt, dass eine Aufgabe erfolgreich gelöst ist. Das formuliert man mathematisch über das Maximieren dieser Belohnungsfunktion und trainiert entsprechend in sehr vielen Trainingszyklen ein entsprechendes Netz an. Das ist sehr zeitintensiv. Ich habe hier teilweise auch unser GPU-Cluster eingesetzt, um das ein bisschen zu beschleunigen. Und für das Reinforced Learning selbst benutze ich das Framework PyTorch. Es gibt nun im Bereich des Reinforced Learnings verschiedene Methoden, die man hier einsetzen könnte, die sich in verschiedenen Eigenschaften unterscheiden. Es handelt sich hier in unserem Fall um ein Off-Policy-Verfahren. Und in der Aufgabenstellung, die ich bearbeite, benötige ich einen stetigen Action Space und auch einen stetigen State Space, also Zustandsraum. Deswegen kommen hier auf der Liste im Prinzip nur die unteren Methoden in Frage. Und ich habe mich jetzt fokussiert auf das Deep Deterministic Policy Gradient Verfahren und auf das Soft Actor Critic Verfahren. Das Besondere an der Implementierung oder Art und Weise, wie ich jetzt dieses Reinforced Learning nutze, ist die Tatsache, dass ich in der Belohnungsfunktion, und das habe ich so woanders noch nicht gesehen, die Kraftinformation nutze, die das Simulationssystem liefert. Und üblicherweise werden in solchen Belohnungsfunktionen, wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Zielpunkt erreichen möchte, mit der Roboterhand Abstände gemessen und die im Rahmen einer Reward-Funktion modelliert. Auf die beispielhafte Implementierung kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen. Ich komme schon zu den Ergebnissen. Es wurden beide Lernverfahren implementiert.
Es wurden zwei Applikationen trainiert, nämlich Bolzen in Bohrung, Stecker in Steckdose. Das ist teilweise sehr zeitaufwendig, trotz Nutzung einer GPU. Hier sind mehrere Hyperparameter einzustellen. Einmal die Anzahl der Episoden, also der Trainingszyklen. Diese Anzahl habe ich stark variiert, bis zu 50.000. Die Anzahl der Iterationen innerhalb eines Trainingszykluses, also innerhalb einer Episode, lag in der Regel bei 30. Die Anzahl der Hidden Layers in dem modellierten Netz lag bei 2 und es gab in der Regel 512 Neuronen pro Layer. Die einzustellende Lernrate lag bei 3 Promille. Also in einem ersten Schritt wird das Netz trainiert, in einem zweiten Schritt wird das Netz getestet, inwieweit es erfolgreich die Aufgabe löst und die Erfolgsrate gemessen darüber. Und die lag je nach Einstellung der Hyperparameter im Bereich 20 bis 25%. Hier muss man sich klar machen, dass es sich um sogenannte Sparse Binary Rewards handelt, also eine binäre Metrik darstellt, durch diese Nutzung der Kraftinformation. Die Aufgabe galt als erfolgreich gelöst, wenn die Kraft sehr klein wurde, also der Bolzen sich über dem Loch befand und ansonsten entsprechend im Kontakt befand. Zum Fazit: Ich reflektiere nochmal die Leitfragen. Wie gut können kraftschlüssige Bewegungen simuliert werden? Diese Frage konnte beantwortet werden, zumindest anhand dieser beiden Beispiele. Welche Rolle kann dabei das Machine Learning übernehmen, hier in Form des Deep Reinforced Learning? Wie Sie vielleicht an der Folie vorher gesehen haben, war die Erfolgsrate jetzt nicht sehr hoch. Das lag an der speziellen Wahl der Reward-Funktion. Das ist ein möglicher Grund und deswegen sehe ich es nicht als alleiniges Werkzeug, um solche Aufgaben zu lösen, sondern nur in Kombination mit anderen Lernverfahren, zum Beispiel dem Imitation Learning. Und die Frage, die jetzt noch offen geblieben ist, ist letztlich den Nachweis zu erbringen, inwieweit die Simulation mit der Realität übereinstimmt. All das, was Sie eben gesehen haben, wurde simuliert. Es gibt hier den Begriff des Sim-to-Real in der Robotik, diese Frage letztlich zu beantworten. Und dazu haben wir erste Vorbereitungen getroffen. Wir wollen das Robot Operating System ROS einsetzen, um genau diese Frage zu beantworten. Dazu sind wir in der Lage oder haben wir sogenannte ROS-Knoten implementiert, die einerseits die Simulation ansteuern und durch das Umlegen eines einfachen Schalters die gleiche Bewegung auf einem realen System ausführen können. Doch das ist Bestandteil zukünftiger Forschungsaktivitäten, also insbesondere die Beantwortung dieser Frage. Damit bin ich am Ende meines wissenschaftlichen Beitrags zum 25-jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Studiengänge an der BBU und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.